Richtig aggressiv, die Bisse. Das war was Größeres. Guck mal. So ein großer Haken. Ja. Und so kleine Fischelchen. Fische sind am Platz. Hallo Angelfreunde, seid gegrüßt und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ihr seht es im Hintergrund, ich bin heute an einem richtig, richtig schönen See. Hier in dem Bereich von dem See habe ich noch nie geangelt. Das ist so ein Teil, der hat eine Tiefe von ungefähr 2-3 Meter. Und ja, ich bin heute nicht allein, wir sind 1, 2, 3, 4, 5, wir sind insgesamt 6 Angler. Und ja, wir werden heute einfach mal ein bisschen fischen, wir werden mal schauen, was geht. Ich angel heute hier auf, ja, ich würde mal sagen, 11,5 bis 13 Meter mit der Stippe und eine Rute weiter draußen. Da werde ich dann mit klassischem Futterkorb bzw. mit Messed Feederkorb versuchen. Ja, Freunde, und ich nehme euch wieder mit, zeige euch, wie ich vorgehe und ganz viel Spaß beim Video. Auf geht's! So ihr Lieben, wie immer, bevor wir jetzt die Ruten aufbauen, wie gesagt, heute werde ich auch ein bisschen mit der Stippe angeln, wird erstmal Futter angemischt. Hier der See wirklich, der ist schwer. Ne? Ich habe hier schon 3-4 Mal geangelt, wo ich gar nichts hatte. Deswegen versuche ich heute mal mit dem dunklen Futter. Dunkel, und was ich noch dazu gemacht habe, ist Brassen-Rotaugen-Aroma, weil ich denke mal hier wird der Hauptfisch Brasse sein. Vielleicht fangen wir auch den einen oder andere Karpfen, aber wir werden es mal schauen. Ich werde alles probieren. Die Taktik sieht heute einfach aus, im Uferbereich auf 11,5 Meter, 13 Meter, mir zwei Blitze anzulegen, hier links an dem Busch und eine weiter draußen. Da habe ich schon ein paar Fische springen sehen. Ich würde mal sagen, das sind 40, 50 Meter, werde ich mir noch genau ausloten. Jo. Und wie gesagt, jetzt wird erstmal das Futter angemischt, erstmal trocken verrühren und dann hier, kennt's, einfach noch mal später durchsieben und dann haben wir es schon. Okay Leute, das war's schon. Jetzt bauen wir gleich die Ruten zusammen und dann geht's weiter. Auf geht's! So, Angelfreunde, jetzt habe ich also hier jede Menge Pollen heute. So, Angelfreunde, jetzt habe ich also hier, hier vorne musste ich leider auf 13 Meter raus. Also ich müsste eigentlich noch weiter raus, weil da habe ich jetzt gerade mal so ungefähr 1 Meter, 20 Meter, 30 Wassertiefe. Und mit der zweiten Rute bin ich jetzt hier gerade am Vorfüttern mit der Rollenrute. Hier mit so einem Bait-Up-Korb. Und habe mir jetzt hier einfach mal so eine Futtermischung gemacht mit ordentlich Hanf und Pellets. Und auf dem Platz jetzt draußen, wo es jetzt gerade anfängt tiefer zu werden, da werde ich nur Hanf und Pellets füttern, um den Platz einfach passiv zu halten. Und dann hoffe ich ganz einfach, dass da ein paar größere Fische drauf stellen. Aber wie gesagt, wir schauen ganz einfach mal. Hier so Bite-Up-Körbe mit Hanf und Pellets. Lege ich mal einfach 5 Stück drauf und dann warten wir mal ab, was passiert. Also große Auswahl habe ich hier nicht. Der See ist in dem Bereich komplett flach und da vorne wird es dann tiefer und weiter draußen geht es dann richtig runter. Da vermute ich überhaupt keinen Fisch. Aber die Taktik fahre ich jetzt mal und dann schauen wir mal. Wie gesagt, jetzt hier schön abgeklippt. Könnt ihr mal schauen, die Distanz. Na, ihr seht, da ist schon der Bait-Up-Korb, der braucht ungefähr 4 Sekunden, bis er unten ist. Noch weiter draußen, da war es schon wieder richtig tief. Also ich bin jetzt gerade so, wo es anfängt tiefer zu werden. Ja,
Und den lasse ich jetzt ganz in Ruhe sich rauslösen. Ich will da gar keine große Wolke haben, sondern den Platz einfach mal ruhen lassen und dann mal schauen, was passiert. Also der See hier wirklich ist wunderschön. Aber ich muss sagen, sehr schwer zu beangeln. Kann auch sein, dass ich auf dem Platz mit dem Messet angel, mit dem Messetkorb. Einfach mal schauen. Also ich freue mich heute einfach riesig auf das Angeln. So, ein, zwei machen wir noch. Mit den Beitabkörben, schön mit Hanf. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Angler. Und das Einzige, was ich hier bisher hatte, war so ein kleines Rotauge. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt noch einen neuen Platz angelegt. Und zwar habe ich mir drüben an der Ablänge noch einmal einen neuen Platz gemacht. Liegt jetzt hier links davon, von dem Busch. Und das sind ungefähr so 48 Meter. Warum habe ich jetzt den Platz genommen? Weil ich habe da gesehen, da haben als ein paar Fische gekräuselt und wie auch immer. Ich habe dann einfach noch mal 3-4 Körbchen angefüttert. Und jetzt versuche ich hier mit dem Messetkorb, und zwar mit so einem weißen Wurf da. Und die weißen, die sind sehr gut oft für Brasse. Da probiere ich es ganz einfach mal. Hier mit meiner Pelletmischung. Boah, ein paar Pellets reingedrückt. Den weißen oben drauf. So. Wie gehabt. Was ich jetzt noch mal probiere, ist so ein Spezialspray. In dem Fall ist das von JH Baits. Nutty Bee. Und das riecht richtig gut. So. Ihr seht es hier am Ufer, wir haben hier heute richtig stark zu kämpfen mit den ganzen Pollen. Besonders am Schlagschnurknoten ist es immer lustig. Also bisher ist mir noch keine Spitze gebrochen, aber es kann wirklich schnell passieren. So, Achtung da hinten. Ihr seht es. So, und dann lasse ich die jetzt mal liegen. Ich würde mal sagen 15 Minuten und dann schaue ich immer mal. So, Leute, jetzt habe ich so langsam aber sicher den Dreh raus, beziehungsweise so ein bisschen die Fische am Platz. Also, ich muss gestehen, meine ganze Montage und meine ganze Vorgehensweise ist heute eigentlich ausgelegt auf Brassen, ne? Brassen oder größere Fische. Aber wir waren heute jetzt 6 Angler, jetzt sind wir noch zu dritt. Und wie die Großen wollen einfach nicht beißen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen ausprobiert. Erst habe ich nur Ballen gesetzt. Das wollte aber irgendwie nicht richtig funktionieren. Und jetzt gehe ich immer hin hier in den Tosspot und habe jetzt hier so eine Mischung. So eine Mischung, da sind Pellets dabei, Grundfutter, dann habe ich dabei ein bisschen Hanf. Ja, und das setze ich immer so ein Tosspot. Hakenköder, wie gerade eben gesehen, einfach 3 Pinkies. Dann flick ich das so rein. Hier ist halt heute extrem schwierig mit den Pollen. Ne? Ah, das ist. Aber trotzdem, ich will mich nicht beklagen. Wir sitzen hier schön im Schatten. Vorhin haben wir schon so ein bisschen gegrillt. So, jetzt setze ich die Montage hier ab auf 13 Meter. Ganz kontrolliert. So, wenn er jetzt abgesetzt ist, nehme ich hier meine kleine Menge Grund von der Grundfuttermischung.
und legt die gerade hinterher. So. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dürfte es gar nicht lang dauern, bis das nächste Rotauge beißt. Oh. Hat geklappt. Immer ein schönes Rotauge wahrscheinlich wieder. Ah, Kescher brauche ich für die nicht. Aber immerhin, ne? Immerhin besser als nichts. Das wären doch mal gute Köderfische. Upsa. So, jetzt probieren wir mal mit einem kleinen Maiskörnchen. Zeige ich euch, wie ich das an den Haken montiere. Also, so, jetzt hier das Maiskörnchen. Mache ich so mit der festen Seite zuerst drauf. Dann ziehe ich das. Und so hängt es sicher da dran. Und ihr seht, der Haken ist komplett frei. Und so hat man viel weniger Fehlbisse, wie wenn es umgekehrt ist. Wie wenn man es durch den Haken zieht. So, hier geht es wieder weiter. Genau richtig die Kamera angemacht, so. Direkt ein Biss. Oh, meine Frau tut nämlich gerade filmen und was soll ich sagen, bringt mir richtig Glück. Aber noch die ganz großen nicht, sogar mit Maiskorn, das ist Wahnsinn. Ich denke, das wären richtig gute Köderfische. Aber wir wollen ja die großen Plötzen haben da. Aber immerhin. So. Aber beschweren will ich mich trotzdem nicht. Wir haben heute richtig tolles Wetter. Bedingungen sind optimal. Ja, der Einzige, wo jetzt was Größeres hatte, das war da drüben der Christian. Mit dem Brassen. Mir fliegen immer hier die Pollen in die Augen. Ja, machen wir wieder ein Bällchen. Schönes würziges Futter. Perfekt. Ich habe jetzt heute das Thorsten Küster Serie von HJG Drescher und zwar das Black. Na? Absetzen. Ich muss auch sagen, ich habe auch fast keine Fehlbisse bisher, weil die Beißen, die sind richtig, richtig aggressiv, die Bisse. Und nächste. So ein großer Haken. Ja. Und so kleine Fischelchen. So, jetzt habe ich nochmal den Messet Fiederkorb neu geladen. Und was ich jetzt mache, das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das habe ich ein neues Baitspray geholt. Das Zeug, ehrlich, das hat einen richtig geilen Geruch. Müsst ihr mal schauen. Gut, heute ist natürlich. Riecht ihr das jetzt? Bist ihr?
Heute ist natürlich schwierig, da irgendwie irgendwas zu empfehlen, weil nichts beißt. Aber ich bin mir sicher, das wird noch den einen oder anderen Fisch bringen. So, jetzt machen wir hier den Wurf. 48 Meter habe ich mir meinen Platz angelegt. Und so perfekt in den Schnurclip. Und jetzt lasse ich den Korb gespannt abtreiben. Die Rute klein wenig ins Wasser. So, und die geflochtene Schnur von Cresta, muss ich wirklich sagen, die treibt super ab. Also die sinkt super ab. Und jetzt brauche ich bloß noch die Spitze ein wenig nachdrehen. Spannung. Und das war's schon, Leute. Und jetzt hoffe ich ganz einfach, bitte, dass noch mal so ein schöner großer Brassen oder so eine schöne Schleier einschlägt. Das wäre natürlich noch traumhaft heute. Aber insgesamt schon mal heute ein richtig schöner Angeltag, vor allem erkenntnisreich. Erkenntnisreich, ne? An dem ganzen Teil vom See habe ich nicht geangelt, aber heute schon viel Fische gesehen, viel Springen gesehen. Und also ich bin hier bestimmt nicht das letzte Mal. So, ihr Lieben, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich es versuche. Ich habe vorhin leider, ganz einfach, weil ich hier, ihr seht es, ein viel zu starkes Gummi habe. Ich bin heute davon ausgegangen, dass größere Fische beißen, Ammer und Satzkarpfen oder so. Und ja, leider habe ich ein paar schöne Brassen dadurch verloren. Ne? Ganz einfach, weil sie sich ausgehakt haben. Ich angel hier barbless und da sind mir zwei schöne Brassen, haben sich abgeschüttelt. Also, fürs nächste Mal weiß ich dann, auf jeden Fall bloß ein 1er Gummi mal ein Top-Kit mitmachen und dann einfach mal so probieren. Aber ich muss sagen, hier der ganze Platz und alles wunderschön. Es macht echt Laune hier zu angeln. Weil ihr seht es ja, man kann so bequem hier sitzen. Hinten die Abroller, ich kann ganz bequem auf 13 Meter abstecken. Und auch hier so die Angeldistanz, 13 Meter, bin ich bei 2 Meter Wassertiefe. Da hängt schon wieder einer dran. Super. So. Schauen wir mal hier. Alles so die habe ich jetzt halt extremst im Futter. Deswegen, ich mache jetzt Feierabend. Es langt für heute. War ein echt schöner Angeltag mit Grillen, mit allem dabei. Und ich würde sagen, Leute, wenn ihr am Wasser seid, wie immer, ganz, ganz viel Petri Heil. Wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst ein Abo da und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.